Kacke. Überlebe! Oh. Ich bin gleich da! Der wie uns. Ja! Wir haben es geschafft! Hast du bekommen? Ich hab irgendwie keine Ahnung, was bekommen. 225 Pixel. Die kannst du gebrauchen nach dem. Aber ich will ihn irgendwie umbringen. Okay. Hab's geschafft, Mario! Was hast du bekommen? Gucken wir uns gleich an. Okay. Und was gibt's jetzt? Nix. Also, wir haben erstmal Geld gewonnen. Können wir mit dem Typen jetzt reden? Ja, wir können mit dem Typen reden. Oh, es gibt erstmal eine Belohnung. Teleport Core. Oh. Ja, und jetzt? Was ist das denn? Ich habe ja einen Chakra und damit können wir uns. Oh. Was ist das? Was können wir damit machen? Das ist Wurfteil, ne? So eine Art Ninja-Stern oder was? Ja, das ist den ich doch gerade eben hatte. Lol. Ah, irgendwie wieder so ein. Wir müssen immer mal die Bibliothek da, also wir müssen da mal die ganzen Sachen mal durchlesen. Mario, ich will dir was zeigen, komm mal mit. Jetzt zeig ich dir das Spiel im Spiel. Ach so, ja. Hier unten war doch immer so ein Pinguin mit so einem UFO und so weiter. Da können wir später machen. Da ist, glaube ich, das auch das gleiche. Irgendwie so. Keine Ahnung, was ähnliches. Aber das hier? Ja, mach das mal. Spiel das mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich muss ja einfach rumgehen. Ja. Genau, du kannst dann ein Ticket gewinnen. Ich glaube, das ist dann ein Auszeichnung. Da gibt es so eine Belohnung. Das ist ein Labyrinth, wo du durch musst. Finde das cool. Lol. Krass, ne? So ein Spiel im Spiel. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Vor allem die Steuerung halt, weil das so, sich so langsam dreht. Ich weiß aber immer noch, wo ich lang muss. Schön. Jetzt habe ich mich noch nicht verlaufen. So schön. Angeber. Ah, es war schon ein krasser Fight, ne? Joa. Ah, wir haben nicht genügend Klauen. Wie groß ist dieses Labyrinth? Ich weiß auch nicht ganz so groß, ist schon sehr das Spiel. Ich wollte mein Chakram-Akt erweitern, das wir jetzt hier haben, aber ich kann das noch nicht machen, weil wir noch so wenig Klauen bzw. diese Platten da haben. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Ah, ich glaube, ich komme langsam der Punkt, wo ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Hey, ich bin draußen. Wow. Du hast ein Ticket bekommen, ne? Ich hab erstmal. Ja. Und wie komme ich. Ja, habe ich bekommen. Was kann ich damit jetzt machen? Keine Ahnung, hast du so eine Belohnung bekommen? Also so ein Steam-Dings bekommen? Ja, ja, habe ich. Ticket. There are award people who beat the game Macebound 64. Hey. Wollen wir unten noch den Auftrag da machen von dem Typen da? Das UFO. Ja. So. Okay. Das war das, was wir gemacht haben schon. Genau. Dann haben wir das jetzt so geändert. Achso, ja. Boah, geil, mit einem Schuss sterben die direkt.
Alter, die Waffen sind bis jetzt hier. Wo ist das Ding? Eigentlich voll klar mit den Waffen. So zum Steuern. Oh, ich bin fast tot. Ja, geh mal beiseite. Halt dich erstmal. Wir machen auch viel Schaden, ey. Heil dich. Ja. Ich bin sogar so ein bisschen der Damage-Dealer. Was will mit dem UFO? Lol. Red Wing, The Penguin und Pixels, 60 Stück. Das war's. Langweilig. Easy. Ja, hallo? Nee, nicht langweilig. Es war aber die ersten Male viel, viel schwerer. Ja, weil als wir das damals vor ein paar Jahren gezockt haben. Also vor anderthalb Jahren so. Weil wir da dann zu viel Equipment hatten. Ja. Apropos Equipment. Okay. Ja, dann war es das hier auch schon wieder. Oh. Wir sind echt zu overpowered. Komm, ich wäre dafür, dass wir das Endlevel machen. Nein. Sind wir da noch zu, dafür noch zu schwach? Ich finde, wir könnten noch die bessere Rüstung. Da können wir doch ein bisschen mehr Rüstung. Die Waffen sind gar nicht mehr so schlecht ausgestattet. Tech-Card. Ja, das bin ich auch schon wieder durch. Oh, eine Duplone, 3 Diamanten kostet. Okay. Ich gehe mal wieder zurück in die Heimat. Oh, eine Tech-Card. Alter, ich will nicht die Katze, ich will die Tech-Card wegstecken. Wieder so 2 Tech-Cards. Auf zur Heimat. Los. Ich nehme mir mal gerade wieder 3 Diamanten, will das mal mit dieser Duplone da machen. Mit der was? Diese Duplone, ich will, hol mir 3 Diamanten und hol mir dann diese Duplone. Okay. Da arbeiten wir, kann man Duplone holen. Interessiert mich für dieses so. Railway Dings. Da brauchen wir aber echt viele Materialien. Das haben wir noch nicht genug Materialien. Das Trill und Silver. Je nachdem, was wir können auch diese rostigen Schienen nehmen oder richtige, also richtig tolle Schienen. Und dann kann man irgendwie Güter, glaube ich, bewegen oder so. Ah, ich weiß auch nicht. Ich hätte jetzt hier geguckt nach diesen Composite Rails. Das sind jetzt dann, das wären jetzt glaube ich die normalen. Ich will nur mal so ein kleines Ding machen, um mal zu sehen, wie das ist. Hey, ich habe eine Zyklon. Ja,
spiele auch mal gerade das Spiel durch. Na klar. Was ist dieser Rail Bumper? Weiß nicht. Achso, um irgendwas wieder zurückzuschicken. Musste man irgendwie bei diesem Spiel einen Schlüssel finden oder so, oder kommt man einfach nur durch? Einfach so. Die Steuerung ist echt wirklich scheiße. Ich erinnere mich noch, dass. Ich hab's dafür auch schon, ich glaube schon zweimal oder so durchgespielt, irgendwie, da habe ich irgendwie zwei Tickets bekommen. Ist irgendwie voll toll, dass da so viele Sackgassen sind, das heißt, ich finde ziemlich schnell den Weg. Hier und jetzt müssen wir links. So, und wie verwende ich jetzt die Dinge? Normal platzieren. Ne, ich glaube, mir fehlt noch was dafür. Mir fehlt noch, glaube ich, so eine Plattform. Nein, du kannst sie einfach genau einfach so wie so ein Seil benutzen, quasi. Ja, ich habe jetzt diese Railing gemacht. Und dann brauchst du diesen Haken. Ja, den Haken habe ich jetzt auch. Und dann kannst du dich einfach mit Rechtsklick dran schwingen. Okay. Gedrückt halten. Nee. Achso, nee, warte, ich glaube, ich nutze das Falsches gerade. Ja. Und wie bewege ich mich damit jetzt? Eigentlich meistens durch Schwerkraft. Ich weiß nicht, ob es durch Beschleunigung steht. So, ich hab's rausgeschafft. Achso, also kann ich mich so schon mal nicht bewegen. Ich hab das Ticket gewonnen. Das heißt also, ich müsste die hier dann. Alter, ich könnte so ein mit der Dublone kann ich einen Pinguin mitkaufen. Lol. Ah, ist ja geil. Habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe jetzt einen Pinguin als Soldaten quasi. Ist das geil. Was denn? Ich feiere gerade dieses Schienensystem einfach. Gönn dir. Auf jeden Fall. Jetzt? Heißt, wir können mittlerweile von unserem Alter. Dach. Ich wollte gerade sagen, mit 10 Duplonen kriegt man so ein Pinguin-Kostüm, ne? Und eine Duplone kostet 3 Diamanten, also 30 Diamanten haben sie. Ja, was wolltest du sagen? Dass jetzt einfach von dem Dach aus, wo du dein Teddybär-Dings da hast, können wir einfach jetzt runterspringen, die Dings gezückt halten, hier den Haken, ja. Und uns einfach dann jetzt da langrollen. Und wenn wir das jetzt nur noch ein bisschen dann runterbauen und dann durch die Landschaft bauen, dann können wir hier durchrollen, geil. Ich mach das jetzt ein bisschen. Ah, jetzt hat ein Sicherheitspinguin auf meinem Schiff. Ah, der kann jetzt auch hier warten. Ich kann jetzt sagen, so jetzt wartest du hier. Hier geht's überall, wo ist die?
Was ist das denn? A platform that follows a set path when placed on the road. On the rail. Lol. Haben wir eine Batterie? Und Kupferdinger. Ich muss mal gucken, ob wir die haben. Ja, nice. Batterien und. Brauchst du Batterien für ein Projekt jetzt gerade? Ich glaube nicht alle. Ich kann das selber, glaube ich, noch. Wie ich Feuerwerk herstelle. Kann man doch nicht machen. Mann, ich wollte gerade gucken, ob. Wäre geil, wenn wir Feuerwerk herstellen. So. Machen wir auch mal so eine Klaue. Ja. Also jetzt haben wir kommen noch Duras, die müssen wir uns Neues holen. Feuerwerk herstellen. Müssen echt da nicht. Ach man, jetzt. Okay, jetzt müssen die Bäume hier weg. Mal sehen, wie man dann jetzt Feuerwerk herstellt, weil das würde ich extremst gerne machen. Na cool, und Bäume können wir auch sehr, sehr nah aneinander ausstellen. Die wachsen alle. Geil. Warte. Ist das nice? Ja. Ich feier das mega. Lass mal los. Jetzt habe ich aber noch was gebaut, was wir da raussetzen können. Dann weiß ich gerade noch nicht genau, wie das hier funktioniert. Lol. Ah ja, oh Gott, die fliegt gleich runter. Deshalb muss man da so irgendwie so einen Stopper machen. Ach, und der fährt dann wieder zurück, ne? Ja. Ah, okay, das ist, finde ich, unnötig.